Dieses weiße Licht, hat es mich hierher gebracht? Und damit ein Klick auf zurück hier bei mir. Hier sind wir in der letzten Folge stehen geblieben und ich würde sagen, wir machen einfach mal weiter. Mal gucken, wo wir hinkommen. Ich bin doch schon mal hier vorbeigekommen. Dormont ist nur ein paar Meilen die Straße runter. Und immer schön im Licht bleiben. Natürlich geht das jetzt so aus, ne? Nicht gut. Steht da jemand? Nee. Geil. Warum sind das so viele? Was, vor allem, was ist das? Oder was ist denn das? Das ist ein Auto auf jeden Fall. Können wir das nehmen? Ich komme nicht an den Türgriff heran. Es da. Fühlt sich an, als wäre etwas um das Auto gewickelt. Da ist was. Da, da. Da ist der Türgriff, einfach. Ich komme nicht an den Türgriff heran. Mhm. Es fühlt sich an, als wäre etwas um das Auto gewickelt. Das sieht doch schön so aus, als ist das eine Einladung, dass wir da rein sollen, ne? Aber ich würde mal gerne noch gucken, ob wir hier euch was machen können. Gucken, welche Zapfanlagen. Ne, hier kommen wir nicht rein. Und außenrum können wir ja auch nicht, weil da stehen die ja. Da stehen die ja. Komm, noch 3 Meilen, Alter, bis dahin. Ach, komm, wir gehen rein. Wir gehen ins Licht. Schön langsam. Hallo. Oh. Aha. Zum Auto? Ah, das sind Dornen. Also so eine. Das Auto ist komplett mit Efeu bedeckt. Genau. Und wie kann man das wegmachen? Also ich gehe von aus. Das Auto ist komplett mit Efeu bedeckt. Ja, ich hab's kapiert. Was sind das, Alter? Ich gehe von aus, dass wir irgendwie den Efeu da wegkriegen müssen. Verpeilt. Junge, die Musik ist so skurril. Ich habe einfach gerade keine Ahnung, wie ich das machen soll. Aha. Wir können da ran und dann fliegt das weg, okay. Moment, wenn ich jetzt wieder durchgehe, bin ich wieder in der normalen Welt. Gehe ich mal von aus, ne? Ja. Ich komme nicht an den Türgriff heran. Es fühlt sich an, als wäre etwas um das Auto gewickelt. Kommen wir denn hier gerade? Wenn ich nur da durchkommen würde. Hoffentlich kann ich an der Tankstelle Hilfe finden. Achso. Ja, ich untersuche die Tankstelle doch schon. Das Problem, ich kann hier nicht so viel untersuchen. Hallo. Geht es euch gut? Redet mit mir. Mistgabel in der Hand, fehlt nur noch die Fackel. Die Tür ist blockiert, ich muss einen anderen Weg finden. Das Fenster? Jemand hat die Fenster verbarrikadiert. Aber warum? Aber warum ist die Frage? Hab ich eigentlich mein Mikro an? Ja. Aber hier komme ich ja auch nicht durch. Die stehen ja hier. Aber hier ist doch nur Licht. Warum stehen denn die da? Ich komme da nicht lang. Halt, da war doch was. Könnte ich hier. Okay. Kann ich nicht. Kann ich hier die Fenster? Nein, kann ich auch nicht.
Wie komme ich da jetzt durch? Ich muss in der anderen Dimension. Dimension ich jetzt. Ich habe einen Schlüssel gefunden. Den Briefkasten, okay. Geht jetzt die Tür auf? Nee, die ist blockiert. Warum habe ich jetzt einen Schlüssel? Warum? Warum? Ist das vielleicht der Autoschlüssel? Aber das bringt ja nichts. Ich komme ja nicht ran, ne? Das Auto ist komplett mit Efeu bedeckt. Da war doch nichts. Ich wusste nicht, dass man da stirbt. Die Hölle ist leer. Und alle Teufel sind hier. Also ich muss schon sagen, das Laden, das ist schon... Ich bin doch schon mal hier vorbeigekommen. Dortmund ist nur ein paar Meilen die Straße runter. Junge. Hört auf. Das Laden ist schon manchmal sehr extrem, ne? Also ich... Ich kann aber auch hier nichts machen, ne? Wir holen jetzt erstmal den Schlüssel wieder. Genau. Aber jetzt... Hä? Warum ist denn jetzt... Ich komme nicht an den Türgriff heran. Es fühlt sich an, als wäre etwas um das Auto gewickelt. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Das ist... nehmen. Ah, ja, sehr ruhig. Jemand hat die Fenster verbarrikadiert. Wir haben nur komisch schwebende Dinger, das Auto mit Efeu und wir müssen das Efeu, glaube ich, wegkriegen. Schlüssel, ich denke mal, dass das, weiß nicht, ob das entweder von der Tankstelle der Schlüssel ist oder vom Auto. Was kann ich das hier einfach? Ne, da passiert nichts. Ich kann hier halt auch nichts nehmen, ne? Oder. Agieren. Ich kann hier mit nichts agieren. Da komme ich wieder zurück. Ach, das ist bestimmt einfach wieder so easy und ich denke wieder kompliziert. An den Wie eigenartig, das hier zu finden. Genau das, was ich brauche. Ich dachte, das ist einfach so einfach, ne? Wie kann ich versuchen wir es. Ja. Komm hier rein. Verrostet. Die wird sich nicht rühren. Zu verrostet. Sie wird sich nicht rühren. Okay. Ich würde aber jetzt erst einmal die andere Dimension gehen. Das ist irgendwie zeitsprungmäßig, ne? Wenn dort war es verrostet und hier ist das Auto ja ganz normal. Ich komm da nicht rein, ist blockiert. Das Haus leuchtet jetzt auch nicht mehr so extrem, oder? Der Türgriff klemmt. Der geht an. Okay. Oh, man juckt den Nuss. Krieg ich Geld? Money. Kann ich das? Das fühlt sich zu schwer an. Das fühlt sich zu schwer an. Mach's mir doch nicht so schwer.
Ich muss das wegkriegen, dass es dahinter leuchtet. Der Türgriff klemmt. Gibt's denn nicht irgendwie eine Ölkanne hier? Das ist doch so eine Art Ölkanne, oder? Sehr ruhig. Ich habe immer noch nicht verstanden. Ich hoffe, ich werde es irgendwann verstehen, was das für Gestalten hier sind. Also, ich glaube, wir sind auch noch zu früh im Spiel, dass wir das verstehen. Ölkanne? Nein. Leuchtet hier irgendwas wieder grün? Nein. Hier hinten? Nein. Wachsen Bäumchen? Halt auch nix, ne? Dahin können wir nicht, da starten wir ja. Warum auch immer. Was ist das? Ist das eine Riesenspinne oder irgendwas? Keine Ahnung. Also ich sehe jetzt... Mal, kann ich das von hier vielleicht wegnehmen? Ah! Okay, ist das jetzt tatsächlich, ne? Jo, nee. Doch so einfach. Hau ab! Lichtschalter. Wenn ich jetzt reingehe, bin ich wieder tot, ne? Jetzt ist es an? Was ist alles? Ich verstehe. Seht ihr das? Da steht halt immer mit einem Messer oder so. Da gibt es irgendwie keinen Lichtschalter. Oh Mann. Sind noch nicht durch. Wir sind noch nicht durch. So schwach kann das doch nicht sein. Mensch, streng dich an. Haben wir noch was in der Dimension vergessen? Komm, wir gucken mal. Das? Zu verrostet. Die wird sich nicht rühren. Was ist das? Du kannst hier aber auch nichts machen. Ich weiß nicht, wenn die andere Tür aufgeht, ob da was ist. Kofferraum geht ja auch nicht. Aber der Türgriff klemmt. Da ist ja irgendwas. Warum ist hier der Schaukelstuhl? Hat das damit was zu tun? Da ist halt so auffällig, ne? Da ist einfach nur so auffällig hier. Das hat hier kein Lichtschalter, ne? Du hast keinen Lichtschalter.
Runter kann ich auch nicht gehen. Och, Mann. Kann ich mich ducken? Ist da unten irgendwas? Nee. Das ist ein Dramen, Herr. Was willst du denn dazu sagen? Das hätten sie ab ein bisschen offensichtlicher machen können. Was ist denn bei dir? Okay. Weiß nicht, Stein? Weihnachtsbeleuchtung. Weihnachtsbeleuchtung. Stein. Oh cool, die können wir da hinten einstecken. Einmal frei. Wie sieht die Toilette aus? Naja, Dankstein üblich. Klopapier, okay. Das war's. Okay. Kann man jetzt hier hinten, weil die Weihnachtsbeleuchtung an ist, ne? Tatsächlich. Junge, ist da noch. Guckt euch. Ich weiß nicht, was das ist. Ich weiß nicht. Bob, ich hab den Schlüssel in den Briefkasten versteckt. Ja, haben wir doch schon. Aber. Hallo? Ist jemand hier? Nein! Eine Schere, ein Haufen Kippen, ein Lucky Brei. Da ist nix, auch nix. Hier haben wir was. Feuerzeug aufgehoben, okay. Ach so. Mach mal aus hier. Und kann ich das jetzt auch wieder ausschalten? Hä? Okay. Kann ich das auch wieder ausschalten? Wird es, glaubt das Feuerzeug wird sich irgendwie irgendwann missing? Okay. Lernen. Sie haben Angst. Kann ich jetzt hier die 3 Meilen da laufen? Hallo? Oh, hi. Ich dachte schon, du wärst eine von denen. Wer bist du? Geht's dir gut? Möglicherweise ja, aber ich bin nicht einsam. Ich heiße Annika. Ich heiße Edward. Schön, dich kennenzulernen, Annika. Ist noch jemand mit dir hier? Du musst gehen. Mutter kommt. Was? Deine Mutter ist hier? Keine Zeit für Fragen. Du musst gehen. Okay. Warum? Ich kann dich nicht einfach hier zurücklassen. Geh, Edward. Wir sehen uns später. Warum kann die im Dunkeln stehen? Und wer ist Mutter? Ich bin erstmal Jojo, na klar. Lauf, lauf! Was zum Teufel ist hier los? Geht's nicht? Haben wir's? Oh. Gottes Willen, Alter. Wer ist denn jetzt die Mutter? Fragen über Fragen. Vielleicht ist ja jemand in diesem Diner. Wo ist das Feuerzeug? Verdammt. Vielleicht habe ich es fallen lassen. Nun lässt du denn bitteschön sofort das Beste, was wir je hatten, lässt er fallen. Verliert er. Und da sind die Schüler, Alter. Wo ist Mutti? Mutti! Mutti ist nicht da. Gut. Jetzt müssen wir ins Diner. Machen wir. Wir haben eh keinen anderen wollen. Hallo? Hallo? Ist jemand hier? Verdammt, hier ist keiner. Wo sind alle? Das Verschwinden geht weiter. Angst herrscht in Dormund, seitdem ein weiterer Einwohner verschwand. 62 zuletzt gesehen, als er das Postamt am späten Nachmittag verließ.
des Schaus und zahlreiche Freiwillige suchten ergebnislos die umliegenden Wälder ab. Und bestätigte Quellen sprechen von einer Gruppe von Menschen mit glühenden Augen, die zur gleichen Zeit am Postamt gesehen sein worden sollen. Sagt, dass die Bevölkerung von solchen Geistermärchen nicht verunsichern lassen soll. Ja, das sind doch die, ne? Die haben doch glühende Augen. Aber die kommen doch nur in Dunkelheit. Sandwich. All das Essen. Sie müssen es eilig gehabt haben. Das sieht ganz so aus, ne? Da haben wir eine Tür und da haben wir eine Tür. Top-Pizza, okay. Noch an. Ich dachte, das war ein Hinweis, dass ich da rangehen soll, aber hier scheint nichts weiter zu sein. Ne, das war die Tür, gut. Wo die Zugang ist. Okay, ich war jetzt ein bisschen. Gehen wir hin. Also, ich war gerade ein bisschen überrascht. Hoch oder runter? Wir gehen erstmal hoch und dann runter. Ich muss auf das Dach. Dort bekomme ich einen besseren Überblick auf die Umgebung. Okay, wir gehen runter. Und wir hören die Sirene. Also habt ihr die auch gehört? Wenn nicht, egal. Ah ja, da ist er. Hört ihr sie? Zeitung. Bibliotheksraub. Ein nicht bekannter Nanbar in Gemälde und Kunsthandwerksgegenstände wurden gestern Abend aus der Bibliothek von Dortmund entführt. Offizielle Quellen behaupten, dass die Einbrecher durch den Aufstieg durch die Notfallfluchttreppe Zugang erlangt haben. Weigert sich zu antworten, wenn die Behörden verdächtigt. Okay. Ja, geil, ne? Hallo. Das habe ich gelernt. Mal ordentlich um die Ecke zu gucken. Das hat mich bei der Tankstelle so getriggert, ey. Alter. Scheiße! Das war knapp. Da draußen ist Licht, aber etwas versperrt das Fenster. Ja, ich hab's verstanden, ich muss raus. Lass mich mal kurz hier. Gänsehaut, Junge. So. Hallo. Ich muss zur Bücherei gehen. Da muss doch jemand sein. Aber zuerst muss ich auf das Dach kommen. Ich muss. Im Endeffekt müssten wir das doch machen und nicht du. Mann, so etwas versperrt das Dach, das Licht hier. Geh auf. Hallo? So, ich glaube, wir haben das jetzt frei gemacht, ne? Ab in den Keller. Ich wusste doch. Kannst du da anmachen? Nee, ne? So. Kann man hier denn was machen? Hallo, geh weg. Muss ich da hinten? Nein. Da ist eine Tür, ne? Nee, ist keine Tür, aber da kann man rein. Irgendwas ist hier. Geh doch mal weg. Nee, ich komme da nicht rein. Okay. Na, aber was soll ich sonst hier machen? Was soll ich hier machen? Die Flaschen sind so auffällig, ne? Ich habe nicht gesehen, dass da ein Schubfach drin ist.
Okay, jetzt kommen wir in den Keller auf. Dach, Keller auf. Ist aber schon wieder so dunkel, ne? Scheint keiner zu sein. Also ich versuche das auch ein bisschen hell zu machen, aber ich weiß nicht, ob mir das ganz so gelingt. Das müsst ihr mal in die Kommentare schreiben, ob das Video zu dunkel ist oder zu hell. Nein. So. Dort müsst ihr mir mal bitte unten neu schreiben. Ich habe ja gehofft, ich kann diesen Scheinwerfer noch bewegen, weil das war einfach zu einfach, wenn ich da einen Kegel hinmache, dass die weg sind. Dass ich vorbeikomme. Gut. Ein bisschen ausgelöscht. Jemand muss doch in dieser Bücherei sein. Ich muss in dieses Gebäude. Will ich doch. Mutti? Das. Scheiße, was zum Teufel ist denn das? Ich hab gehofft, du sagst mir das. Was mache ich jetzt? Ich gehe mal von außen, da darf ich mich nicht sehen, oder? Aber da hat Licht. Wenn ich doch nur die Feuertreppe erreichen könnte. Dann können wir doch. Wir müssen nur aufpassen. Nein! Ich hab da gerade gedrückt, warum hat er nichts gemacht? Was ist denn das, Alter? Keine Ahnung. Geh weg. Hat er mich gesehen? Ja. Ich bin da. Dann mach doch auf. Feuertreppe. Wo ist denn da hin? Da hinten läuft der. Ich komme nicht hoch. Ich weiß nicht, was will der von mir? Wo ist denn der? Wo ist denn der Leuchtmaul? Der hat mich gesehen, ja? Keine Ahnung, was es ist. Jetzt gucken wir mal, wo wir rauskommen, wo es lädt. Hier. Okay, wenn ich doch nur die Feuertreppe erreichen könnte. Ich war dort, mein Freund. Hab ich irgendwas vergessen? Hamburger mitnehmen, dass ich den füttern kann oder so. Den Besen, um die, an die Feuertreppe ranzukommen. Hier ist doch nun nichts, wir waren doch schon da. Ist draußen irgendwas? Hier drin ist halt aber auch nichts. Im Auto kann ich halt aber auch nichts machen, ja. Ich frage mich halt nur, warum die Bushaltestelle so beleuchtet ist. Da ist bestimmt irgendwas ist da. Aber wir müssen den erstmal kurz laufen lassen hier. Ich kann mich halt auch nicht ducken, ne? Kommt er jetzt zu mir? Warum guckst du mich denn schon wieder so? Gut, der haut ab. Steht da dort rum?
Mach weg, geh. Ist hier irgendwas? Kann der nicht einfach mal andersrum laufen jetzt? Gibt's nix, gibt's nix. Ich sehe aber auch nix. Ich in der Feuertreppe machen muss. Vor uns hatte ich ja kurz dieses Interagieren-Zeichen. Habe ich gedrückt, ist halt nichts passiert, ne? Ist da hinten vielleicht durch irgendwas? Ist da weg? Nee, hier gibt's nix, hier gibt's nix. Hier ist was. Komm daher. Ja, ist ja gut. Komm. Kann ich jetzt so hoch? Kannst du unten amüsieren, du Arsch, Alter. Ich sehe aber auch gar nichts, ne? Hallo? Erst soll ich im Licht bleiben? Und dann? Nee, geh doch hoch. Ich komm nicht hier hoch. Ich komm nicht hier hoch. Ich sehe auch nichts. Wie durchs Fenster? Hier ist eine Tür. Ah. Was war das? Und jetzt? Ist ja praktisch, dass hier alles Kerzen stehen, ne? Mutti? Okay. Untersucht die Bibliothek. Da würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Und hab. Und. Ja, keine Ahnung. Bis dann. Ciao.